So, da sind wir wieder zurück zu einem neuen Part von Oddworld New and Tasty. Warte mal, welchen Part haben wir denn jetzt? 25 war der letzte, den ich aufgenommen hatte. Und dann habe ich ja heute nochmal neun Stück aufgenommen. Also müssten wir jetzt bei 34 oder 35 sein. Warte, wenn ich neun aufgenommen habe schon, dann sind wir jetzt bei dem 10. Also 35, Part 35, liebe Freunde. Wow, meine Güte. Und wir sind erst in Zulag 1. Wir müssen noch Zulag 2, 3 und 4. Warte, ich schau mal kurz, wie viele Mudokons gibt es denn überhaupt noch? Nur noch 97. Ja, okay, wenn das so schnell geht, wie das hier jetzt gerade war, ist jetzt das Spiel vielleicht auch schon recht weit fortgeschritten. Vielleicht befinden wir uns ja auch schon in, weiß ich nicht, was für ein Part. Weiß ich auch nicht. Ist auch egal. Was heißt Part, wissen wir natürlich jetzt wieder. Aber ich wollte sagen, befinden wir uns schon am Ende oder in der Mitte oder was auch immer. Das kann ich nicht genau sagen. Was ich weiß, dass Zulag 1, 2, 3 und 4 halt noch da sind und wir jetzt hier in Zulag 1 nur noch 6 Mudokons befreien müssen. Und die sind eventuell dort, wo wir in Part 7 mal waren, in dieser komischen Fleischergeschichte, wo man da ganz schwer durchkam. Aber eigentlich waren wir ja da gerade schon, haben geguckt, da war eigentlich nichts, ne? Müssen wir da mal schauen. Weil es ist auch mega einfach. Eigentlich waren wir in sämtlichen, wie heißt denn? Oh, da wäre ich fast reingesprungen, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Eigentlich waren wir ja in sämtlichen Geheimgängen. Halt's Maul, Junge. Und von daher müssen wir mal schauen, was uns jetzt hier noch so erwartet. So, ich gehe mal kurz durchspringen. Danke. Am besten so wenig Zeit wie möglich und wie nötig verschwenden. Ah! Boah, ich wäre da fast gegengesprungen. Speicher mal eben kurz hier. Das wäre ja was gewesen. Ah, ja, 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 so. Das geht runter. Es kann natürlich auch sein, dass hier noch welche sind und ich hier nur mit dem Slick war. Nö, okay. Hier sind keine mehr. Ja, Alter, ich habe keine Ahnung, Alter. Ohne Witz. Uns fehlen einfach noch 6 Stück. Dann haben wir noch 91 für den Rest. Wow, lol. Da warte mal. Dann gehen wir hier ein Stück weiter und fahren nochmal nach unten. Genau das ist das. Und dann schauen wir unten nochmal nach, was wir da so finden. Ich sehe gerade, ich habe dummerweise mein Aufnahmeprogramm hier etwas eingestellt. Jetzt läuft zwar alles, aber ich kann die Zeit nicht hundertprozentig erblicken. Ich kann die so nur ungefähr einschätzen. Weil ich ja gerade so ultra rausgezoomt habe und jetzt nur so ungefähr sehe, wann die 15 Minuten erreicht sind. Stört mich ein wenig, aber weiß ich nicht. So, hier müsste ich eigentlich hoch, aber keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Runter können wir auch nicht, ne? Warte mal, vielleicht gehen wir ja auch hier nochmal hoch. Gibt's hier nochmal irgendwas? Hier hochspringen oder so? Vielleicht habe ich jetzt durch diesen Schalter irgendwas aktiviert hier. Ich habe ja noch eine Bombe, ne? Ah! So, ist jetzt hier irgendwas besser gelaufen? War eigentlich nicht, ne? Im Grunde genommen läuft jetzt hier auch nichts besser. Speichern nochmal. Hier kann man noch nicht runter, nö. Im Grunde genommen. Ja, hier tropft was runter. Hier so laufen Steine runter. Aber wie soll man da denn oben hochkommen? Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll. Was ist denn jetzt hier schon wieder für ein Alarm ausgelöst worden? Ja, puh, keine Ahnung, ne? Das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, ne? Ich schau mal hier nochmal nach. Ob hier nochmal irgendwas ist, aber hier dürfte ja nichts sein, weil wir ja schon waren. Wo könnten denn noch 6 Stück sich befinden? Also ich traue mich nicht, diesen Aufzug zu nehmen, weil ich dann eventuell schon zu weit bin. Aber wobei, eigentlich dürfte das nicht passieren. Ich könnte natürlich nur mal den Aufzug jetzt benutzen. Na, was heißt der Aufzug?
diesen, keine Ahnung, wie man das nennen kann, da hinten. Warte, Moment, ich zeig's euch eben kurz, damit ihr jetzt auch mal Bescheid wisst. Und nicht die ganze Zeit irgendwie denkt, hä, was laberst du? Ich meine, das Teil hier. Soll das jetzt hier mal benutzen? Vorbei an den Wachen muss Abe gelangen. Da hilft auch kein und Bang wahrscheinlich. Nee, hier muss noch irgendwas sein, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich hier reingehe, nicht sofort schon irgendwo anders lande und nicht mehr zurück kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich die ganze Zeit hin und her kann. Gibt es keine Videosequenz? Also das ist schon eine Videosequenz. Aber die Videosequenz, die ich meine, die ist ein bisschen crazy, ja? Bisschen schicker animiert vielleicht auch noch hier. Hier würde ich nur in Zulag 2 kommen. Nein, 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 das will ich nicht. In Zulag 1 muss sich doch irgendwo was befinden. Das ist schon mal klar. Aber wo? Wo könnte sich jetzt noch was befinden? Wo könnten noch 6 Stück warten? Haben wir denn wirklich alles gemacht? Sollen wir nochmal zum Anfang laufen? Ja, zum Anfang, da bin ich mir fast sicher, da haben wir alles. Unten ist auch alles in Ordnung. Hier gehen wir auch nochmal rein. Und dann gehen wir nochmal den Weg hier weiter. Hier können wir nicht rein, nö. Ich drücke hier nochmal ein bisschen, ne? Was, hier so in dunklen Ecken, da kann ja immer alles versteckt sein. So, den Schalter auch nochmal. Huch! So, dann haben wir hier auch alles. Unten, wie gesagt, nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was hier nochmal passiert. Ja, klar, weiß ich, dass das passiert, aber. Ach, die sind auch nur temporär, verstehe. Ich wäre mir nicht mehr sicher, was passiert, wenn ich da drauf drücke, ob die dann komplett unten bleiben oder nur temporär halt runtergehen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ist das Ding auch schneller? So, hier ist auch nichts. Ich glaube, ich brauche nochmal die Map. Es tut mir leid. Aber ich muss ja auch sagen, das ging jetzt ja auch in den letzten Parts eigentlich immer recht gut. Von daher könnt ihr mir aber wahrscheinlich mal ein bisschen das nachsehen. Was bringt das denn? Nix, würde ich sagen. Hier ist auch nichts. Ich glaube, wenn irgendwo was wäre, könnte ich hier nochmal. Ja, genau. Könnte ich nochmal irgendwas drücken? So, ich drücke die ganze Zeit nämlich Kästchen ohne Ende. Beziehungsweise auf der P. Ach Gott, Xbox-Controller ist das ja. Die SX. Ja, hier ist auch nix, ne? Da komm, zieh dich mal hoch, du Schwächling. Ist hier noch irgendwas? 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 Nö, 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 nö. Hier war ich, glaube ich, schon. Ich speichere nochmal kurz sowas. Ich springe nochmal runter. Ah ja, hier. Okay. Lol. Dann war das hier doch einfach. So ist doch ganz einfach. Ja gut, jetzt haben wir doch ein bisschen länger gesucht. Ich habe den Geheimgang einfach schon vergessen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe ja eigentlich eine Bombe, ne? Nicht hier so stehen bleibe und einfach dann so werfe. Und mal wirklich werfen würde, dann hätte ich den da unten schon mal weg. Dann springt der andere vielleicht nochmal runter, dann gehe ich nochmal kurz hoch und dann läuft das eigentlich. Okay, jetzt habe ich beide mitgenommen, dann kannst du mich gleich auch wieder erschießen. Ach lol, der sieht mich gar nicht. Danke. So, ach, da unten sind auch nochmal so mega viele, ne? Komm runtergesprungen.
Ja, warte mal, ich glaube, ich versuche was anderes. Ich glaube, ich mache einfach hier den. So. Jetzt nehme ich mir erstmal einen da erstmal weg. So den. Und mache ich mir das Leben eigentlich so schwer. Zack. Der ist weg. Die unten bleiben auch erstmal noch gechillt da. Dann wird der weggenommen. So, jetzt gehe ich mit dem mal runter und begrüße mal meine Kollegen. So, okay. Jetzt müsste ich den, behalte ich den? Ja, eigentlich brauche ich den nicht. Ich kann zur Not eine Bombe da benutzen. Dafür sind die ja da. Ich muss nur erstmal darauf achten. Du bleibst erstmal hier, ja? So, und dann gehe ich jetzt hier so ein bisschen näher dran. Und sag... So, du gehst jetzt hier richtig in die Ecke. Da. Du bleibst auch hier. So. Und dann nehme ich hier nochmal neue Bomben. Ich habe wahrscheinlich noch... Ach, ich habe noch 5 Stück, lol. Das reicht mehr als eigentlich aus. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich lade nochmal. Ich war genau an der Stelle. Ist ja wunderbar. Alles klar. Dann muss ich die Bombe vorher wegpacken. Das ist schon mal klar. So, dann du mit, komm hier da stehen bleiben und du gehst da auch hin. Bleibst auch hier, so. Dann werbe ich da jetzt eine Bombe so spät wie möglich. Genau, so. Und dann können wir auch hier vernünftig arbeiten. So, warte, ich gehe jetzt dahin. Dann kommst du nämlich auch nochmal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind auch genau die, die ich brauche. Ist ja wunderbar. Badalauns. Ja, komisch, dass ich diesen Geheimgang echt vergessen habe. Habe ich wohl verdrängt. So. Dann haben wir es auch, ne, hier. Und dann können wir tatsächlich nach Zulag 2. Yay! Warte mal, ich gehe nochmal kurz auf Nummer sicher. Wo sind wir denn hier? Können wir nochmal ganz kurz gucken. Ach, so weit waren wir gar nicht entfernt hier. Da haben wir nämlich ganz genau geguckt, wie viel wir haben. Genau, 0 Stück. Geil. Zulag 2, weiß ja nicht, da können wir noch nicht nachgucken. Aber da werden wir dann sehen, wie viel uns dann noch bleibt, ne? Unglaublich. Schön, schön. Ja, das war jetzt recht easy. Also das war jetzt zum Teil eigentlich gar nicht so schwer versteckt. Wobei der letzte, da musste ich echt mal ein bisschen nachdenken. Wobei es ja eigentlich immer diese Runterspringdinger waren. Keine Ahnung, ob ich das vergessen habe, aber was soll's. Hat jetzt... Im Grunde genommen, ja, für die letzten 6 haben wir eine Folge gebraucht, aber ich glaube, es ist gar nicht mal so schlimm, weil wir in den letzten beiden Folgen, glaube ich, die ganzen 55 oder was wir auch hier hatten, geschafft haben. Also von daher ist das jetzt mal nicht so dramatisch, wenn man mal ein wenig länger gebraucht hat. Man muss ja nicht immer alles sofort schaffen. Das wäre wahrscheinlich dann, dann könnte man sich auch bald Speedrun angucken. Lol. Komme ich wieder? Da komme ich wieder. Okay, alles klar. Boah, ich würde mal gerne wissen, hoffentlich gibt es diese Statistik, wie oft man gestorben ist. Sicherlich eine erhebliche Zahl nachher da stehen. So, da durch. Kurz aufmachen, so. Und dann warten wir hier nochmal kurz. So, und ich sehe auch gleich, die Zeit ist schon recht nah bei 15 Minuten. Ich kann es im Moment nur einschätzen. Ich habe ja gesagt ganz am Anfang, oh mein Gott. Habe ich das ein wenig verkackt da mit der Aufnahme. Ich habe das zu weit rausgescrollt und kann da jetzt immer nur so verschiedene Abstände sehen. 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten Abstand. Und da kann ich jetzt nur sagen, ungefähr sind wir jetzt da und da. Also wenn der Zeiger jetzt auf dem 15er Strich ist, dann wird es ungefähr so sein. Das ist jeden Moment, aber ob jetzt 14.30 ist oder 14.38 oder 45, das kann ich nicht genau sagen. So, ab rein!
Zulag 2. Düstere Orte, öde und leer. Mehr konnte ich nicht lesen. Keine Ahnung. So. Wir können ja noch mal ganz kurz vorbeischauen. Ob wir den hier noch mal kurz überlisten können. Heimlich. Ja, ja, ich sehe hier schon. Wir brauchen den auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir nur kurz mal überlegen, wie ich denn hier... Ja, eigentlich dürfte das hier schon passen, ne? Für Service bitte läuten, weil es kommt dann. Da kommen wahrscheinlich die ganzen Viecher, ne? So. Lass dich den mal einen Moment mal holen. Wobei, ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Komm, ich bring den um. Ich glaube, für Service kommt dann immer wieder ein neuer, damit man da auch auf jeden Fall durchkommt. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, für Abschluss von heute, wie viele hier drin sind. So, Zulag 2. 29 haben wir hier. Hier haben wir auch eine neue Map. Hier haben wir auch Molokons angezeigt. Wird das jetzt angezeigt, wo die sind? Positionierte Angestellte. Ja, anscheinend schon. Ja gut, dann wissen wir Bescheid, wie es hier in Zulag 2 dann abgehen wird. Das erwartet uns alles noch. Hier sind wir jetzt, ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im Part 36 dürfte es dann sein. Ich hoffe, ihr hattet heute genug Spaß. Ich auf jeden Fall. Ich werde auch jetzt auch endlich mal aufhören. Das sind jetzt 10 Parts am Stück. Das reicht auch wieder. Ich glaube, meine Festplatte dankt es mir auch, wenn ich jetzt mal wieder ein wenig rendere. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.